Herzlich willkommen zurück zum Final Fantasy VII Spiel. Im letzten Mal haben wir Cloud zurückgelangt. Wir haben seine Erinnerung restauriert. Es war nicht er, der das erlebt hat, sondern Zack. Ein schwarzhaariger Soldier erster Klasse, aber Cloud war immer dabei. Er hat damals Sephiroth schwer verwundet und in den Nebenstrom gestoßen. Deswegen ist er wahrscheinlich im Nordgrad rausgekommen. Und er hat mit Hilfe von Tifa genau seine Erinnerung restauriert. Und jetzt ist er wieder da, er ist Anführer. Wir sollen nach Junon, dort im Unterwasserreaktor geht's weiter. Jetzt war ich aber erstmal im Gold Sorcerer und habe im Battle Square ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich ihm Stufe 4 Limit Omnischlag gewonnen. Oder Schwertwirbel heißt es hier. Wilder Angriff auf alle Gegner, ich glaube 15 Treffer. Stärkste Fähigkeit außer eines Aufrufs im Spiel. Sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch gewonnen, das waren 32.000 Battlepunkte. Und für 64.000 Battlepunkte habe ich zweimal Beschwörung gewonnen. Das heißt, wir können ein Monster beschwören und das dann einfach doppelt. Ziemlich geil, wie ich finde. Ansonsten habe ich die Materie ein bisschen neu angeordnet. Man muss das nicht mal mit einer Beschwörung koppeln, sondern ich dachte, es ist mit einer gekoppelt. Ich kann einfach sagen, gut, dann beschwöre ich einmal Xander und einmal Bahamut oder zweimal Bahamut. Ich wollte das bei ihm koppeln mit Neo-Bahamut, aber der kann ja eh nur einmal beschwören, ja. Also wenn ich zweimal den rufe, sind durch seine beiden Punkte weg, ist klar. Ja. Jetzt gehen wir nochmal zurück in den Goldsauce. Beim Bone Village buddeln gehen. Aber ich wollte euch ja zeigen, was es jetzt im Wonder Square neu gibt. Also diese im Speed Square, die Waffe für Sid habe ich mir nicht geholt, denn wir finden bald eine viel bessere. Deswegen ist es sinnlos, wenn ich mir. Speed Square ist sowieso nicht mein Spiel mit dem Abschießen dieser auf der Achterbahn dieser Gegner. Ärgern wir uns damit auch gar nicht erst drüber. Im letzten Mal haben wir auch gegen, weiß nicht, was eher gegen Weapon gekämpft, wo ich immer Weapon. Wir sind aber nach ein paar Treffern davon geflogen. Ich habe einen Ring hinterlassen, der erhöht unsere Statuswerte enorm, aber wir sind halt vom Todesurteil betroffen. Jetzt zeige ich erstmal den GP-Selling Man. Der steht hier hinten in der Ecke. Chance soll 15% sein. Man kann hier einfach durch das Welcome-Ding rein und rausrennen, ist er wieder da. Ich sage mal so ein siebte Chance. Ich würde eher sagen, es ist ein Fünftel, weil der kam halt noch bei viermal, dreimal in Folge. Oder manchmal kommt er hier auf sechs, siebenmal nicht. Immer nur ein paar Sekunden, die man hier verschwendet. Man kann bei ihm leider immer nur 100 GP auf einmal kaufen, dann muss man wieder rein und rausgehen, bis er wieder da ist. So habe ich für den Battle Square genug gesammelt und mittlerweile auch 3000 GP, weil wir die gleich brauchen. Also es dauert nicht so lange, man geht einfach rein und raus. Wir sind in Goldsosa und das finde ich richtig, richtig toll. Ja, der Mann kommt nicht. Das ist das. Der Vorführeffekt, der funktioniert jetzt da. Also man geht dann zu ihm. Hier beim Speicherpunkt kann man die ganze Zeit gleich wie GP man hat, weil der verlangt, dass man 5 GP zahlt im Speicher. Okay. Man gibt maximal 100 GP an. Kann man bekommen, dafür muss man 10.000 Schild zahlen. Ich habe durch die verkaufte alle Substanzen sowieso. Noch 2,7 Millionen oder 2,69. Habe ich wie viel GP? 3123. Ja, wir brauchen 3000 für das im Wonder Square. Frisch kann ich im Battle Square, glaube ich, schon einen Spezialkampf bestreiten. Dafür bin ich aber noch zu schwach. Da würde ich dann die Finalschlagsubstanz bekommen. Wo gehen wir jetzt hin? Was habe ich gesagt? Wonder Square. Wo ist Wonder Square? Wonder Square ist hier. Das Chocobo Brüten, was wir jetzt theoretisch machen könnten, müsste ich dann ins Chocobo Square gehen, aber das ist. Werde ich wahrscheinlich on-screen zumindest teilweise zeigen, habe ich mir überlegt. Aber das machen wir dann mit der CD. Wir haben neue Preise, aber was drin ist, ist ein Geheimnis. Du hast 3123 GP. Hacke. Das ist so eine Nuss, die brauchen wir nicht. Das ist die extra Hard Experience und dieser andere ist extra Jill. Nehmen wir auch mit. Ja, werden wir mal ausrüsten. Ja, was passiert? Der muss noch ein paar Level nachziehen. Dann nehme ich ihm zweimal Beschwörung jetzt einfach weg, weil wir es brauchen. Soll einfach extra Erfahrung machen. Hier gibt es 50% mehr Erfahrung auf der zweiten Stufe, dann gibt es doppelt so viel. Ich will gleich mal aufschreiben, dass ich das hier verändert habe. Ich habe ja jetzt meine optimale Materiakopplung aufgeschrieben. Ordnen. Achso, Materie-Kombo habe ich bei ihm jetzt hier
Zusatzwirkung mit Zerstörung gekoppelt. Das heißt, eventuell wird Instant Death auf den Gegner ausgeübt. Auch nicht so schlecht, finde ich. Und heute am Ende der Folge werden wir ein sehr, sehr frustrierendes Minispiel erleben. Ich habe es bisher dreimal gemacht. Zweimal verloren und einmal 3 Sekunden gewonnen. Weil ich nie den Plan habe, wie man das Spiel gewinnen kann, wenn man nicht nach 3 Sekunden sofort gewinnt. Worum es dann geht, das werden wir zeigen. Wir werden das so lange spielen, bis ich das gewinne. Denn wir wollen keine große Materie verpassen. Mal gucken, vielleicht kommen wir doch gar nicht so weit. Schauen wir mal. Vielleicht sogar schwierig. GP Selling Man kann ich abstreichen, Omnischlag kann ich abstreichen, GP Lady im Wonder Square kann ich abstreichen. Bleibt Wooden Bone Village und das, was wir dann ausgraben. Und zwar, was ich ausgrabe, jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Okay, das ist hier. Im Sigogo sind eine gute, noch nicht ganz durch. Gibt es noch was Kleines? Noch mehr Erfahrungspunkte. Agile Plus brauchen wir derzeit nicht. Bone Village ist hier. Time to dig. So, hier kann man theoretisch später dann Substanzen bekommen, wenn man die im Game verpassen würde. Ist jetzt hier nicht unser Ziel. Gibt dann auch erst auf CD3. Wo, was will ich denn finden? Wo ist das denn hin? So, Moment, das ist hier der. Ich habe ein bisschen was auf meiner Karte. Das ist wieder hier vorne. Okay. Da, wo der Typ sitzt. Fang an zu graben. Wertvoller Schatz. Suche anordnen. Das sollte es hier liegen. Passt. Theoretisch müsste es hier sein. Also ich kann die Farben nicht richtig deuten. Schlüssel ist für Sektor 5. Na, das passt. Sektor 5 ist Midgar. Da fliegen wir jetzt hin. Gucken wir uns nämlich noch ein bisschen in Midgar um. Da können wir jetzt wieder hin. Ist alles optional, was wir da machen. Es gibt nicht so viel Neues, aber immer ein bisschen was. Auf der Dürre. Moment, wen muss ich mitnehmen? Tifa sollen wir mitnehmen, na gut. Tifa jetzt mit. Brauche ich nicht ausrüsten, da kommen nur lachhafte Gegner. Twitch ist mit gar nicht zugänglich. Komisch, habe ich irgendwo den Schlüssel für das Tor fallen lassen? Vielleicht, als ich auf Ausgrabungstour war? Wir sind wieder in Midgar. Hey, wo ist denn das Blumenmädchen? Leider tot, die sind schön. Wir dürfen nicht auf die Blumen treten, wie Eris gesagt hat. Hierhin wollen ist War Market. Ich glaube, das war hier lang. Okay, hier auch nicht. Muss ich hier noch hin? Nee. Wir müssen nur zum Walmart. Ich glaube, wir können ja mit den Leuten natürlich mal schnell reden. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Die Gegner sind auch die gleichen wie früher. Und damit natürlich die ganz leichten. Aber das ist auch was, ich kann das nicht klauen. Und natürlich um die 100 Lebenspunkte. Man kann hier Speed-Drinks klauen, also irgendwelche Drinks, die uns in Hass versetzen. 40 Erfahrungspunkte. Spricht nicht dafür, dass wir hier trainieren. Die Leute sind irgendwo hingelaufen. Sie murmeln was von wegen Wiedervereinigung. Klang fast wie Singsang. Keine Ahnung, was das soll. Ich weiß nicht, ob der das früher schon gesagt hat. Ich
Feuerhaus. Ich glaube hier runter. Zweidimensional gestaltet, trotzdem geht es hoch und runter. Ja, ein bisschen unübersichtlich, aber kriege ich trotzdem hin. Kann ich hier die Seite mit Ausgrabung und Dornwitch eigentlich schon wieder schließen. Was gibt es hier noch? Was hätte ich noch sammeln können? Ein Mistra-Gewehr, das ist eine schwache Waffe für Vincent, die jetzt schon überholt ist. Hätte ich damals aber auch ausgraben können, was um die Mondhafen ging. Damals wäre es ziemlich gut gewesen. Aber Vincent spielt auch keine Rolle. Ist egal. Hey, aber alle, bleibt bitte hier. Gehen wir hier rein. Lass mich mal rein. Stimmt, wenn es hinterher ist, ist es noch besser. Jetzt müsste es funktionieren. Versuch, ob es jetzt klappt. Sid, was hast du getan? Reg dich nicht auf, es gibt nur Falten. Nee, da kommt was raus. Herz der Sehnsucht. Damit hätten wir die erste ultimative Waffe. Das war für Tifa. Leider kein Materiawachstum. Aber eine unglaublich gute Waffe. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Weg ins Shinra Hauptquartier frei ist. Wir müssen uns noch mal einen Waffenshop, da gehen wir gleich hin. Weg. Also sonst gibt es hier nichts, das hätte ich euch das gezeigt. Ah, da bist du wieder. Ich habe was Gutes für dich. Willst du es nicht kaufen? Vermutlich hast du es nur irgendwas gefunden, stimmt's? Ich muss zugeben, dass ich es gefunden habe, aber vielleicht kriegst du sowas nie wieder. Wie wäre es mit 129.000 Schilden? Da kaufe ich es. Hier sehr verbunden. Du wirst es nicht bereuen, Deep Punch. Und die Chance, etwas zu klauen. Räuberhandschuhe. Der nächste Boss kommt, wenn ihr mal was planen könnt. Können wir das beim nächsten Boss schon nehmen? Das ist ganz gut. Später gibt es Ziedrich und Taftrings, die dauern ewig zu klauen. Und so ist vielleicht die Chance, dass wir es beim 25. Mal beim 20. Mal bekommen. Das wäre es auch schon. Was wir hier in Midgar machen konnten. Ich meine, alte nostalgische Gefühle, auch wenn die Stadt ja wirklich extrem hässlich ist. Runtergekommen. Dennoch ist es für viele Charaktere die Heimat. Aber zumindest die langjährige Heimat. Tifa kommt aus Nibelheim, Cloud kommt aus Nibelheim, Barret kommt aus Corell. Okay, Ziffs Controller Reed wohnt ja hier, aber der ist ja auch noch nicht tot und der hat eigentlich Midka auch nicht verlassen. Ist nicht offensichtlich für uns. Waffen haben so einen Effekt, die sind umso stärker, weil man Cloud zum Beispiel je mehr HP hat zum Maximum, bei Sid glaube ich je mehr MP hat, bei Tifa je größer ihr Limitbalken gefüllt ist, oder je mehr Fails wir bei ihren Limits gemacht haben. Ich habe zwei Quellen, beide sagen was Unterschiedliches. Ich weiß es also nicht ganz genau. Interessiert auch nicht.
ganz schön meiner komplett ist und wieder hier rüberklicken. Chocobo Reading auch, Player Playing Tiefers, haben wir alles gemacht. Okay, Moment. Jetzt klicke ich schon mal hier runter zu dem kleinen Minispiel, was uns bald erwartet. Ich sehe, die Tiny Bronco und der Buggy sind beide von der Weltkarte verschwunden. Eigentlich unrealistisch, denn die müssten ja noch irgendwo sein. Außer die wurden recycelt. So, nächstes Ziel. Jetzt endgültig Junon. Moment, hier sehe ich, hier muss ich noch aufpassen, dass ich nichts verpasse. Was ich am Ende der Folge, was ich nicht mag. Hast du was Neues zu sagen? Man erzählt, Shinra sucht auf der ganzen Welt nach großer Materie und bringt sie nach Junon. Wenn sie nach Junon bringen, bedeutet das, dass sie ihre Flugzeuge benutzen. Ich habe in letzter Zeit viele Shinra-Schiffe beobachtet. Ich glaube, sie fahren zum Unterwasserreaktor. Versucht Shinra etwa die große Materie des Reaktors zu transportieren? Tausche dann. Ja, gleich kommen Gegner, den können wir schön morphen. Gleich ist auch übertrieben, aber. Sehen Jill tut die Wache auf alles. Sehr guter Mitarbeiter. Als wir in der ersten CD ja schon trainieren waren, obwohl es eigentlich noch gar nicht gemacht werden sollte. Nee, was machst denn du? Jetzt spielt wirklich das Junon-Team und nicht die Wofos Welcoming Ceremony. Nein, ich täusche mich, aber meint ihr nicht, uns fehlt etwas? Keine Ahnung, was der jetzt meint. Weiß ich gerade echt nicht. Also dann zeigt mir, wie hart ihr gearbeitet habt. Ach dumm und los. Ja, das ist der Unterwasserreaktor, komm zurück. Kämpfen wir halt nicht. Kann ich wieder einen Alarm anschalten, aber nicht. Ja.
Wie wär's, wer am Leben bleibt, kann mit mir ausgehen. Okay, aber nur wenn wir beide, nun beide. Oh, über sowas spricht man nicht. Don't blame yourself. Ja, lächerlich. Höre, dort sind zwei gut aussehende Männer. Okay, zurück an die Arbeit gehen. Ich bin müde. Für Junon. Na dann. Kämpft mal für Junon. Nicht durch, dann eben nicht. Hier war damals der Weg noch versperrt. Da wo der Hund steht, das ist nur relevant, wenn wir das Minispiel vergeigen sollten. Was habe ich gesagt, kann nicht passieren, aber wir das jetzt wiederholen. Im gleichen Gebiet, wo wir Gegner brauchen können, und zwar in den Reiseführer, das Geisterschiff. Das werden wir tun. Wir im Unterwasserreaktor. Ziemlich geil im Gebiet, ich finde das immer ziemlich geil. Wir laufen jetzt mal ein bisschen umher, bis das Geisterschiff kommt. Das Geisterschiff kenne ich, das ist einer der Abschlusskämpfe im Battle Square. So, das ist es nicht. Mantax. Schön Klaus Bündeleiste füllen. So, warum er mal den Umschlag geht. Also wenn der Meisterschlag oder so steht, für mich ist das und bleibt, ist und bleibt das der Omnischlag. Der hieß auch in der früheren Final Fantasy 7 Version auch im Deutschen. Schwertwirbel heißt jetzt hier beim Meisterschlag oder so, weiß nicht. Der falsche Gegner. Grinden haben wir derzeit nicht nötig. Ich meine, wenn wir irgendwann 17 Superbosse vornehmen wollen, müssen wir trotzdem grinden. Aber dann warte ich natürlich, weil dann müssen wir gleichzeitig auch Materias aufwerten. Dann warte ich natürlich, bis wir die Materias haben, um gleichzeitig viele AP und Experience Points zu sammeln. Ich glaube, das Geisterschiff kommt hier schon, sonst müssen wir noch ein Gebiet weitergehen. Ich bin sicher, dass es hier das Geisterschiff gibt. Das können wir natürlich auch später noch machen, aber... jetzt weg haben, dann müssen wir nicht später hier nicht nochmal hingehen. Reiseführer sind mich ein, die Tempel, den... wie heißt das? Calm Traveler. Also ein reisender Calm, der bestimmt die Tempel haben will, dann ist ja eine schöne Belohnung. Zornig geworden ist.
traurig, ich glaube zornig vor Wut. Limits, deswegen müssen wir das nicht überstrapazieren. Gehen wir mal ein Gebiet weiter. Ja, vielleicht kommt auch hier das Geisterschiff. Im nächsten Gebiet dann glaube ich nicht mehr. Da haben wir es doch. Ich um die 6000 Lebenspunkte haben. Ah, gegen Tod immun, oder warum heile ich den jetzt so? Muss glaube ich so sein. Wenn ich so auf Red angreifen, damit er nicht so viel kontern muss, dann ziehe ich ihm jetzt den Rest vom Morphing ab. Ein Jin-Move, der einen komplett aus dem Kampf wirft. Also ein Charakter, glaube ich. Braucht man leider so unglaublich wenig Schaden. Hätte. Kann glaube ich sogar Gegenangriff mit Morph koppeln, dann macht man glaube ich Gegenangriff einfach als Morph. Und so. Ja, hat er gekontert, toll. Für den Arsch. Moment, jetzt gucke ich mal, wie viel AP der hat. Ghost Chip. So, Moment. Falls er gleich nochmal kommt, damit wir das wissen. Oh, ey, ich flippe aus. Mach nicht die Scheiße hier aus. 6600 Lebenspunkte, na gut. Manchmal ist die Gegenangriffssubstanz ein bisschen nervig. Ich denke mal, ich hatte ihn schon fast. Zwei, dreimal morphen wäre auch down gewesen, aber ich hatte ihn gerade durch. Drei Items, die man zu dem bringen muss, zu dem Calm Traveler. Das ist das erste, auch das leichteste natürlich. Das erlebst du ja immer. So, warte mal, 3-6 hat er verloren. Jetzt hat er 5-1 verloren. Mach ich am besten mit Morphing. Klappt jetzt. Ansonsten müsste ich eventuell mal einen anderen Zauber was abziehen, was 5000 und 6000 abzieht, und dann mit Mord machen. Thank you.
alle Gegner. Naja. Ich glaube, das ist die Verschwendung von Items. Offensichtlich nicht funktioniert. Nein. Jetzt nehme ich werde kurz die Gegenangriffssubstanz weg. Dritter Versuch und jetzt ohne Gegenangriff. Ich mal die Phoenix-Substanz wiedergeben. Dritter Versuch. Also schön und gut, die Gegenangriffssubstanz ist manchmal stärkt sie doch gewaltig. Das ist früher bei Cloud, hat es mir sehr viel geholfen. Da konnte ich in der ersten Runde meistens einfach mein schönes große Wache machen und der Gegenangriff hat das Ganze für mich erledigt. So. Gucken wir mal. Zauberart. Ich glaube, die Nasser schnell reicht. Drei. Wenn du nicht krittest, müsste man fast so weit haben. Acht verloren. Rest machen wir. Mord, das kriegen wir hin. Außer der macht jetzt so ein Ei und wirft mich aus dem Kampf. Ansonsten gebe ich noch dreimal im Mord. Na, sehr schön. So, erledigt. So, weiter geht's. Warte, ob wir nach unten oder nach oben fahren. Ganz schönere Musik. Da gleich sein Limit, wollte ich aber gelesen, sein Stufe 3 Limit, das zweite soll sogar besser sein. Dann wieder Makro-Reaktor-Musik. Und dann machen wir das Minispiel, von dem ich geredet habe, kommt dann in der nächsten Folge. Das schaffen wir in der Folge definitiv nicht mehr. Das ist aber nichts, was mich großartig stört. Dann machen wir in der nächsten Folge halt so viele Versuche, wie wir brauchen. Aber nicht so viele. Nehmen wir natürlich mal mit. Du bist Cloud. Kann man so sagen. Ich glaube, in den kann man was klauen. Shinra Alpha kann man hier klauen als Rüstung. Aber nicht so gut, dass ich immer sie kriegen kann, nehmen wir sie mit. Du bekommst die große Materie nicht. Wollen wir erstmal sehen. Reifen muss sie dann.
Affairs, die ich habe, warum hast du dann eigentlich Glücksplus? Dann kriegst du hier Glücksplus. Jetzt klaut dein Speed nichts. Du hörst diese große Materie also. Ja, was denn sonst? Nicht hier, um ein Käffchen zu trinken. Die sehen doch ein bisschen anders aus. Maschinar Alpha, macht was Gutes. Ja, provoziert durch Red. Durch nicht gut. Nein. Schlecht, würde ich sagen, aber... Ja, hat natürlich 6 Slots, ist so... Den Backup-Charakter auch nicht so schlecht. Die große Materie. Was denkst du? Wenn wir eine Abkürzung nehmen, könnten wir es gerade noch schaffen. Moment. Oh Mann. So. Haben wir es geschafft? Oh, die Turks. Was machst du? Beim Laden helfen? Cloud? Helfen? Ich arbeite nicht gratis. Bring sie raus sonst. Mach schon. Ich habe leider keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. So, da kommt der Gegner. Ein Graus für jeden Speedgamer. Carry Armor. Die große Materie hat Vorrang. Carry Armor für jeden Speedgamer die Feuertaufe. So, wenn jetzt mal gucken, was der kann. Alles mit Blitzwirkung. Wenn ihr den Arm angreift, wird euer Kamerad irgendwann wieder fallen gelassen. Was nur Blut? Hat der schwereren Gegner jetzt? Mal wirklich maximal schauen. Komm mal ab, aber jetzt müsste theoretisch die Arme jetzt weg sein. Wir haben 10.000, der Gegner in der Mitte namens Klauer hat. 2.000.
kam der noch nicht dazu anzugreifen. Jetzt bin ich schwach gegen Blitz. Jetzt auch schon besiegt. Wenn man Speedrun macht, ist man nicht so stark. Hat man nicht so gute Substanzen, dann ist das sehr, sehr schwer. Ja, wir sind völlig überlevelt. Deswegen ist das nicht so schwierig. So, Eindämmung um eins nach oben, ja, sehr schön. Mist, das U-Boot. Es ist schon weg. Ganz ruhig, wir kriegen es schon. Kein Zeitlimit. Erstmal, was die Gotteshand war, ist glaube ich was für Barrett. Kampftrompete ist was für Pacef. Run up the ramp instead of follow the dog on the ground. Schwert. Ich glaube, wir kriegen Leviathan. Tatsächlich für ihn, okay. Dreifaches Wachstum. Leviathan-Schuppen sind für guter Elite. Rüste ich vielleicht offscreen aus, schreib mir gleich mal auf, Umschwert. Machen wir vielleicht nach der Folge, wir müssen nur noch einmal kämpfen. Guck ich mal, welche Materie ich da entfernen kann. So. So, ich. Dudu. Übernimmt dieses Schiff nicht, das ist ein anderes Problem. Den kann man übrigens Shinra Beta klauen. Waffen, die Rüstung, die für uns völlig verholt sind. Die wird der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Jetzt haben wir mal ins U-Boot. Ihr wollt das U-Boot? Versucht doch das zu kapern. Wir sollten sie nicht würdig machen. Es wird euch stark, ne? Angriff von beiden Seiten. Ihr könnt da wegrutschen. Hilft laut, wir sind umgeschlagen. Schlag mal auf, das kann man nicht oben machen sehen. Waffe mit dreifachem AP-Wachstum ist natürlich super, da können wir sehr schnell sehr gute Fähigkeiten lernen. Kann ich auch mal weise überlegen. Jetzt wird das Ultima freigeschalten, was wir denn da einlegen können. So, hier machen wir jetzt Schluss. Ich überlege mir jetzt, wie ich das Kumpfschwert ausrüste und was für Materia ich da einlege. Und beim nächsten Mal gibt es ein schönes U-Boot-Sidequest. Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.